Hallo und willkommen zu einem Let's View. Ihr seht eine Star Wars Tasse, also muss es sich um Star Wars drehen. Ich meine, ihr habt es auch schon gelesen, worum es geht. Es geht diesmal um die Rückkehr der Jedi Ritter. Diesen Kinoflyer, den wir uns mal genauer anschauen werden. Ich habe ihn selbst in meiner Kindheit mitgenommen aus dem Kino, denn Star Wars Rückkehr der Jedi Ritter war mein allererster Film der Trilogie, der klassischen, den ich im Kino gesehen habe. Später nochmal in den 90ern, dann die Special Edition. Ansonsten habe ich die Filme nur auf Videokassette gesehen. Zuerst. Jetzt natürlich DVD, Blu-ray, Disney Plus, aber das spielt ja auch keine Rolle. Und deswegen, weil ich so ein bisschen was zu erzählen habe, habe ich erstmal diese Blickrichtung gewählt, bevor wir dann auf Top-Down gehen und uns diesen Flyer genauer anschauen. Jedenfalls, diesen schönen Flyer habe ich damals mitgenommen. Ich habe ihn, glaube ich, ich weiß nicht, könnte sein, dass ich ihn irgendwo noch in meiner weiten Kistensammlung, was auch immer, irgendwo versteckt habe und den nochmal wiederfinde. Er ist auf jeden Fall nicht in diesem wunderbaren Zustand, den ich ihn jetzt hier habe. Aber ich verbinde damit eine ganze Menge Nostalgie, weil das brachte mir zum ersten Mal Star Wars etwas näher, bevor ich überhaupt, ja, damit vertrauter wurde. Also Star Wars kannte ich ja auch nur, ich habe einen Trailer gesehen, ich habe den Kinofilm gesehen und dann fing ich erst an, mich zu interessieren. Internet und so weiter gab es nicht, man wusste nicht so viel und da war so ein Flyer schon super hilfreich. Ja, auf jeden Fall, Rückkehr der Jedi Ritter ist, ja, für mich der erste Star Wars Film, mich und mein Bruder völlig von den Socken gehauen, auch meine Eltern, denn ich und mein Bruder sind heimlich ins Kino gegangen. Ich war 1983, also es war ja im Dezember 1983, als der Film lief. Ich war so, kann man sagen, wie alt war ich jetzt? Gerade 9. Ich war 9, mein Bruder war 6. Ich habe ihn ins Kino geschliffen, bei mir in der Heimatstadt. Wir sind zusammen heimlich gegangen. Meine Eltern wollten nicht, dass wir den gucken, weil er ist zu gruselig, da sind Monster, böse Fratzen. Das war, ja, eine freizügige Frau, das wollte man natürlich nicht. Ja, und mein Bruder und ich waren völlig geflasht von dem Ganzen, von Jabbas Palast, von den Kämpfen des Weltraums. Also ja, auf jeden Fall haben wir viele tolle Erinnerungen daran. Und jetzt schauen wir uns einfach mal diesen Flyer an, der 1983 gratis in den Kinos auslag und mal mitgenommen werden konnte. Ja. Achso, ansonsten habe ich noch zu Star Wars Rückkehr der Jedi Ritter einige Let's Views gemacht. Schaut mal bitte im Verlauf. Ich werde hier irgendeinen, ich weiß nicht genau jetzt auswendig welchen, weil ich kann mich jetzt momentan noch nicht entscheiden, aber ich habe ein Star Wars Buch, mein Sammelsticker-Album mal genauer angeschaut und auch ein Making-of-Buch von 1983. Eins davon verlinke ich hier, die anderen findet ihr in der Beschreibung, sozusagen in den Videos verläufen unter Let's Views. Ja, also jetzt Top-Down-Sicht. So, hier haben wir ihn, den Flyer von Star Wars, die Rückkehr der Jedi Ritter, ja, aus dem Jahre 1983. Im Kino ab 9. Dezember 83 damals gewesen, ein gutes halbes Jahr nachdem er in Amerika gelaufen war. Da oben steht das dritte Abenteuer im Krieg der Sterne. Allein dieses Kinoplakat hat viel Fantasie damals bewegt. Ne, wir sehen Carrie Fisher, sehr, sehr sexy. Ne, meine Eltern mochten das gar nicht. Ich hatte eine Carrie Fisher in, ja, ne, sagen wir mal Bikini, ne, Slave Outfit, aber im Bikini, an meiner Wand hängen aus der Bravo. Ne, das mochte meine Mutter gar nicht so gerne. Aber ich fand es absolut genial. War auch völlig geflasht damals und das hat mich echt fasziniert. Wicket sehen wir drauf, wir sehen Billy Dee Williams, Lando Calrissian, wir sehen Han Solo und Luke Skywalker mit dem Laserschwert. Noch weiß, also das Grüne, das kam ja später hinzu, Darth Vader im Hintergrund mit Teil vom Bereich, wo der Imperator war. Dann sehen wir da auch Jabba, Bib Fortuna und ein Gamorrean Guard, eine Wache, richtig cool. Ja, diesen Flyer, den gab es damals im Kino, konnte man umsonst mitnehmen und er sollte einstimmen auf den Film. Oh. Und was gleich dazu? Gar nichts eigentlich. Ich schlage ihn auf und wir schauen uns den wieder mal an. Richtig cool. Oh. Schauen wir uns ihn an und ihr seht, richtig tolle
Bilder aus dem Film. Leia, gefangen von Jabba. Unten sehen wir C-3PO und R2-D2, wie sie zu Jabbas Palast gehen. Da ist Jabbas Palast. Dieses hochhaltende Laserschwert war aus dem Teaser-Plakat von Ricky Diese da damals. Und da oben, was haben wir da stehen? Ein Monster der Macht und der Grausamkeit hält Prinzessin Leia gefangen. Und wie einen Kettenhund an seinen Thron geschmiedet. Wird die Befreiung gelingen? Das klingt echt sehr theatralisch. Dann daneben, ach, das berühmte Bild mit dem Scout und dem Speederbike vor dem Bunker und ein Ewok. Die Chancen der perfekten Weltraumtechnik enden da, wo mutige und listige kleine Wesen wie die Ewoks alles auf eine Karte setzen. Ja, dann Luke, der zur Befreiung Leias gekommen ist in Jabbas Palast. Leia, die mit Han in Liebe wieder vereint ist. Und dann steht natürlich auch da, auch in einer nüchternen technischen Welt braucht der Mensch die Flügel der Liebe und der Fantasie, um sich über den Alltag zu erheben. Was für ein Ersatz. Das ist doch Wahnsinn. Wer hat sich das damals ausgedacht? Aber ja, richtig coole Sätze. Kann man ja auch nicht anders sagen. Und dann haben wir hier auch Star Wars Werbung der klassischen Kennerspielzeuge von 83. Hier unten sind die Credits. Holt euch das Star Wars Action-Spielzeug. Ein Sturmtrupper auf einem Speederbike. Die Mini Tidirium, richtig cool. Hier haben wir einen AT-ST mit einem AT-AT-Piloten. AT-ST-Piloten gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Hier sehen wir Snowtrooper und ein AT-ST-Pilot, AT-AT-Pilot wieder. Richtig interessant. Wir sehen auch, die Landschaft stimmt natürlich jetzt nicht ganz, es ist einfach dahin gepackt. Hier steht neue Aktionsfiguren und Actionfahrzeuge. Aufregende, atemberaubende Abenteuer bei euch zu Hause. Nur mit Star Wars Action-Spielzeug könnt ihr die Star Wars Filme nachspielen und selbst erleben. Holt es euch. In allen führenden Spielzeuggeschäften erhältlich. Ja, von Parker. Damals. Richtig gut. Ach, das beflügelt. Ich habe das Ding so oft gelesen, dass das mein Flyer ziemlich kaputt gegangen ist. So, die Seite drehen wir um. Hier haben wir natürlich das Titelplakat. Das logisch muss ja auf dem sein. Ja, bevor wir uns über die Videospiele, die damals fürs Atari 2600 rauskamen, nochmal genau angucken, geht es erstmal um das klassische Star Wars. Hier geht es weiter. Das Team, was auf dem Weg zum Endoplaneten war. Darth Vader zwischen den beiden Crimson Guards auf dem Weg zum Imperator. Oben steht, die erprobte und kampfbewährte Mannschaft ist wieder an Bord gegangen. Es geht um das letzte große Gefecht und die Freiheit der Jedi-Ritter, um das Ende des Bösen. Ja, das war ja damals leider ein Ende. Erst Jahrzehnte später ging es wirklich weiter. So, dann haben wir hier die Credits wieder gleich und oben steht, es ist auch sehr geflügelt, aus den fliegenden Teppichen der Geschichten aus 1001 Nacht wurden Raumschiffe, aus den Prinzen Astronauten, aber die Monster und Ungeheuer aus unseren Sagen und Fabeln sind geblieben und verbinden sich zu einer neuen Welt der Fantasie. Das erklärt den grandiosen Welterfolg des Films. Ja, mit Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels als C-3PO, David Prowse, Kenneth Baker, Peter Matthew und Frank Oz. Regie Richard Marquand. Und George Lucas hat die Story wieder gemacht. Lawrence Kasdan das Drehbuch zusammen mit George Lucas und John Williams wieder die Musik. Und hier steht sogar, also hier sind erstmal die Credits des Verleihers. Und offizieller deutscher Star Wars Fanclub ist in der Helgolandstraße Nummer 9000 Berlin 33. Da hatten wir noch vierstellige Postleitzahlen. Ja, das gab es auch nochmal. Auf jeden Fall ein großartiger Flyer. Und hier die Videospiele. Ich habe das Imperium schlägt zurück, nur die anderen beiden habe ich nicht, würde ich mir vielleicht nochmal zulegen. Es sind ganz simple Spiele. Es ist das Atari 2600. Die Grafik ist nicht unbedingt berauschend gewesen. Also wenn ihr das bei YouTube googelt, seid euch gewiss, es ist nicht besonders. So, der Jedi-Ritter Death Star Battle wird beworben. Ich habe auf jeden Fall cooles Artwork mit den Interceptoren, TIE-Interceptoren. Death Star Battle. Also Death Star Battle, ein Abenteuer aus dem neuesten Star Wars Film als Parker Videospiel. Die Boxen sind auf jeden Fall richtig cool. Empire Strikes Back, Jedi Arena und Return of the Jedi. Also das Artwork, ich liebe das.
Unten, was muss man denn da tun? Sie sind Lando Calrissian und steuern den Millennium Falcon. Die pfeilschnellen Jäger der bösen Macht sind ausgeschwärmt. Weichen Sie aus, fighten Sie zurück, finden Sie die einzige Lücke im Kraftwerk und zerstören Sie den Death Star. Weitere Star Wars Abenteuer von Parker erleben Sie mit The Empire Strikes Back und Jedi Arena. Bei alles Trademarks. Richtig cool. Ja, ich muss es nochmal richtig zeigen. Ich habe gesehen, das spiegelt er gerade. Also, richtig schöne Artworks. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt habe ich auch alles hier auseinandergenommen. Der Flyer gibt nicht mehr her. Das war der Flyer von Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahre 83. Das ist 40, bald 50 Jahre her. Also 30 Jahre, 40 Jahre auf jeden Fall. Ist es auf jeden Fall. Jetzt dieses Jahr feiert Star Wars 40 oder Rückkehr der Jedi-Ritter 40-jähriges Jubiläum. Im Jahre 2023 und das ist doch nur begeisternd. Ja, hat es euch auch begeistert, diesen Flyer anzugucken? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare unten. Da ist genügend Platz, da diskutieren wir weiter. Ich habe einen Daumen für Likes. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich das gebracht habe, dieses Video. Und ja, eine Glocke gibt es auch. Da könnt ihr dann, wenn ihr sie aktiviert, immer wieder sehen, wenn ich ein neues Video auf Lager habe. Ansonsten, ich verbleibe bis zum nächsten Mal.